So, wir sahen hier, da ist ein Wandsafe, den machen wir leer. Brauch die Kohle? Ich brauch die Kohle. Was habe ich hier? Da war das. Was ist hier? Ist hier, der Bohrer ist hier. Ja, Deborah. Du bist hier. Deborah. Deborah. So, sonst ist hier nichts. Da draußen sind auch. Wie kann denn überall alles gleichzeitig verletzt sein? Was für ein Hotel ist das? Also, ein Luxusressort mit einer exotischen Komponente. Azor ist in einigen Gegenden von Ilium ein Slang-Ausdruck für ein gewisses Asari-Körperteil. Wo? Hauptsächlich im unteren Bereich. Ich meinte, wo am Asari-Körper? Ich auch. Die Füße also. Es ist ja widerlich. Hi, ihr Schweine. Hey, wir sind unbewaffnet. Wir haben nichts gesehen. Ja. Gut. Weiter geht's. Gibt's hier noch was? Nein. Piep, piep. Piep, piep. Dann macht mal weiter. Ich komme auch nicht gucken. Wirklich nicht. Ihr Schweine. Sie hat viel Blut verloren. Wir kommen ihr näher. Sie ist zäh. Das muss man ihr lassen. Sie ist ein Spektre. Ach, die Blut. Ach, Leute. So, wir haben hier einen Waffenspind. Brauche ich nicht austauschen. Außer ich finde hier gleich noch eine geile Waffe. Da will ich nicht lang. Aber wenn das hier gerade mehr oder weniger frisch passiert ist. Kohle! Entschuldigung. Ich weiß, ich bin gerade so ein bisschen pietätlos. Überall Tote. Eine tote Asari. Ist sie das nicht sogar? Habe ich da nicht ge. Hä? Da. So, das. Ist hier noch was? Nee, ne? Habt ihr noch was gesehen? Ich nicht. Das Bild? Da war das Schlafzimmer. Hier lag nichts weiter. Dann wollen wir mal. Was ist hier los? Oh, mit Fußschritten. Trippel, Dings, Bums. Vasir, es ist vorbei. Wenn es oxidiert wird, ist grün. Hey, hey du, komm hier. Wie heißt du? Lass sie in Ruhe. Mariana. Mariana. Du willst doch leben, oder? Sag diesen Leuten, dass du leben willst. Bitte. Wir holen sie unverletzt hier raus, Mariana. Freut mich zu hören. Sie hätten nur weggehen müssen. Jetzt wird's hässlich. Bitte. Ich habe einen Mensch. Sohn. Einen Sohn? Hoffentlich sieht er dich wieder. Eltern zu verlieren soll für Kinder ja ziemlich schlimm sein. Narben für das ganze Leben. Ich werde sie erledigen, Vasir. Schon okay, Liara. Wir kriegen das hin. So wie immer. Soll Marianas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Thermomagazine auf den Boden, sofort. Energiezellen auch. Wäre ich jetzt der böse Shepard, würde ich ganz klassisch sagen, Geiseln funktionieren nur, wenn sie einem auch nicht egal sind. Ist das alles? Was? Was hier? Ich habe hunderte von Menschenleben geopfert, um die Destiny Ascension zu retten. Ich habe die Rachni auf die Galaxie losgelassen.
Sie werden doch nicht ernsthaft Ihren Fluchtplan daran aufhängen, dass ich zögere, eine Geisel zu erschießen. Sie blöffen. Jetzt, Liara. Sehr schön. Weg mit dir, Mädchen. Wütend. Wir wurden entdeckt. So. Einmal der da. Versuchen Sie mitzuhalten. Weil gegen Barriere hilft eigentlich das. Nein, da. Falsche. Ah. Wasser wechseln. Der hier. Das ist wahre Kraft, Mensch. Wenn Sie mithalten. Nochmal der hier, nochmal der hier. Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Fangen Sie mich, wenn Sie können. Ist ja schlimmer als Seren. Zurückbleiben. Schockwelle. Fäkalien, was? Ja, ich habe auch Fäkalien. Haben Sie mich vermisst? Nein. Warum tust du das? Schockwelle, Entdeckung. Sie. Wer? So, wen haben wir hier? Kommt hier erstmal. Du wirst dann hier auch noch belauscht. Oder auch nicht. Danke. Ich erledige sie selbst. Nein, ich erledige sie. Sie mithalten? Schockwelle. Alter, deine Ausrüstung will ich haben. Was stimmt denn nicht mit dir? Sie ausbremsen. Aber wir brauchen die andere Waffe für. So wie die rumzappelt, wird das aber nichts. Hier. Probleme? Ja, so viele rumzappelt, ich kann nicht. Da haben wir sie. Ne, warte. Und Waffe wechseln. Vernichtet! Oh, verdammt! Verdammt! Ja? Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadow Broker finden. Ja, können wir. Sie sind tot! Der Shadow Broker ist seit Jahrzehnten an der Macht.
Er ist stärker als alles, was ihm je begegnet ist. Stört mich nicht. Haben Sie deswegen den Rat verkauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Saren? Zur Hölle mit ihm. Der Broker hat mir all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Und wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis, ohne zu zögern. Mhm. Spectres sprengen keine Gebäude voller Unschuldiger in die Luft. Aber natürlich. Wir machen uns die Hände schmutzig, damit es der Rat nicht tun muss. Die Ratsmitglieder beschweren sich über unsere Methoden, um ihr Gewissen zu beruhigen. Aber sie sehen nicht genau hin. Außerdem gehören sie zu Cerberus. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Terroristenfreunde schon alles getan haben? Ich weiß, wer Sie sind und was Sie getan haben. Es ist nicht wichtig. Ich glaube schon. Sie wollen mich verurteilen? Sehen Sie in den Spiegel. Kinder in biotische Todeslager entführen. Verdammt, Ihre eigene Einheit auf Arkus. Und Sie gehören zu ihnen. Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Wagen Sie es nicht. Und jetzt schlaf. Sie hat ja recht. Aber Cerberus gibt uns leider Gottes die Mittel. Zivile Opfer sind unwichtig. Vasir ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Normandy. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis des Shadow Broker sein. Er wird schon bald von Vasir erfahren, wenn er beschließt, Farron. Wir holen Farron lebend daraus, Liara. Versprochen. Ich weiß. Sie sind hier, um zu helfen. Ist das etwa nichts Gutes? Bei unserem ersten Treffen auf Terum haben sie mich vor den Geth gerettet. Sie bekämpften einen kroganischen Kampfmeister, während ich in der Ecke kauerte. Und jetzt tun sie es wieder. Und ich verlasse mich noch immer auf ihre Hilfe. Dafür sind Freunde da, Liara. Nicht nur Freunde. Ich kann uns mit Sekats Daten dorthin bringen. Das Tarnsystem der Normandy wird verhindern, dass sie uns entdecken. Die Agenten des Shadow Broker schießen sich immer noch durch ganz Ilium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind, wenn... Das ist ziemlich kalt. Sie haben Unschuldige getötet. Sie wissen, was ich meine. Tue ich das? Als ich im Handelszentrum zu Boden ging, sind sie Vasir hinterher, ohne sich umzudrehen. Ich wusste, sowas bringt sie nicht um. Ich musste an Vasir dranbleiben. Ich musste rational bleiben und eine Entscheidung treffen. Wie bei Sekat. Es war Vasirs Schuld, nicht ihre. Sekat hatte keine Ahnung, wie hoch das Risiko war. Ich habe ihn gefährdet, um an die Daten zu kommen, die ich wollte. Ich bin schuld an seinem Tod. Und ich würde es wieder tun. Aber ab jetzt ist alles ganz einfach. Rein, Farron holen, raus. Und jeden umlegen, der uns aufhalten will. Alle klar. Ist das alles? Das ist alles. Halten Sie mal eine Sekunde die Luft an. Wir sprengen mehrere Lichtjahre. Wir haben Zeit zum Reden. Worüber? Über uns. Shepard, ich bin wirklich froh, dass Sie hier sind. Besorgt, dass es Terminals geben könnte, die ich hacken muss? Das ist nicht fair. Sie waren tot. Ich bin wieder da. So einfach ist das nicht. Sie können nicht zurückkommen und 2 Jahre Trauer einfach wegwischen. Es tut mir leid, Shepard. Ich kann darüber nicht reden. Konzentrieren wir uns erstmal auf Farrons Rettung. Na schön. Sie hat einen Punkt. Also, es ist, ja, stimmt ja. Und 2 Jahre lang um jemanden getrauert hat und der ist dann plötzlich wieder da? So, wen nehmen wir mit? Achso. Nee, warte, wie, warte, wo? Komm. Ach, ich darf jetzt nur einen mitnehmen. Ja, komm, Garrus. Garrus ist immer gut. 5, 2, 1. Weiter geht's. Oh nein, nicht schon wieder der Feuergänger. Ach, nur ein Shuttle. Na, wo ist er? Hier.
Schickes Schiff? Bisschen klein, würde ich sagen. Hagelas. Tagsüber kochen die Ozeane und 10 Minuten nach Sonnenuntergang sind sie zugefroren. Da drin lebt der Shadowbroker. Sein Schiff folgt dem Sonnenuntergang. Im Sturm nicht aufzuspüren, außer man weiß, wo man suchen muss. Wie kommen wir rein? Die Shuttlebucht ist abgeriegelt. Wir müssen landen und nach einer Luke suchen. Alright, alright. Aber wir können nicht lange draußen bleiben. Wo die heiße und die kalte Luft aufeinandertreffen, tobt ständig ein Gewitter. Sehr geil. Hallo, Garrus. Würde das Ding vom Wind einfach weggeweht werden. Es ist bei diesen Blitzen schwer zu sagen, aber ich empfange Signale von einem Kommunikationssystem im hinteren Teil des Schiffs. Da unten ist nichts außer Wartungsausrüstung. Wir müssen einen Eingang in der Nähe der hinteren Schilde finden. Sieht das Hammer aus. Geil. Sehr geil. Alles klar, machen wir. Ich hab dir nicht zugehört, Liara, aber egal, machen wir. Komm ich hier hoch? Komm hier hoch. Einmal hin. Wartungsdrohnen. Warum greifen sie an? Sie müssen denken, wir wären Trümmer von dem Sturm. Perfekt. Ja, schön macht ihr das. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Richtig. Leitungskomponente da drüben. Mehr Kohle. Speichern wir erstmal, Freunde der Sonne. Dann geht's weiter. Vorsicht, diese Kondensatoren entladen angestaute Blitze. Danke für den Hinweis. Shepard, schießen Sie auf die Kondensatoren. Nice. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, kriegen mächtig auf die Fresse. Wenn die es machen, dann dürfen wir uns niemals in der Nähe von den Dingern aufhalten. Sensoren aktiviert. Du bist aktiviert. Immer noch einfach nur geil aus. Wir haben feindliche Drohnen. Macht es ein bisschen einfach. Gibt's hier immer noch. Mächtiger Techniker. Deswegen bin ich auch einer. Schauen wir mal, ob es hier was gibt. Nein. Hier müssen wir umso mehr aufpassen, weil es so viele verwinkelte Geschichten gibt. Knopf drücken! Oh, ist kein Knopf. Da sind sie. Da ist er. Guck mal, er fliegt weg! Ah! Ich kann nicht! Ich wollte doch gucken, wie sie wegfliegen. Mann! Oh, wow! Das Kondensator ist gedings. Geblitzdings. Du kriegst das. Du bist auch nochmal geblitzt. Will ich noch umschauen? Ja.
Ja, ach ne, hier. Kohle, mehr Kohle, Speicher. Immer speichern, wenn wir Kohle gefunden haben, dann müssen wir es nicht nochmal machen. Okay, die andere Seite sieht genauso aus. Kann ich jetzt nicht sagen. Schade. Okay, nach unten zu sehen war ganz eindeutig ein Fehler. Wieso? Was ist das Problem? Achso, großes Schiff. Ich auch. Alles ist gut. Du wolltest nicht davon fliegen. Schade. Aber das werden wir gleich noch mehr als genug sehen. Geil. Einfach nur geil. Das ist halt so übervorsichtig. Dieses Schiff ist unglaublich. Es muss Jahrzehnte gedauert haben, das im Geheimen zu bauen. Ich frage mich, was wohl mit den Auftragnehmern passiert ist. Das können wir uns doch denken. Es wurden da reingesteckt. Muss das so funktionieren? Weil hier ist doch...